Bei British Airways fliegt nun keine Boeing 767 mehr mit Passagieren durch die Gegend. Nach gut 30 Jahren mustert die britische Fluggesellschaft mit Sitz auf dem Flughafen London Heathrow das erste von Boeing gebaute zweistrahlige Großraumflugzeug jetzt aus. Und weil wir in den letzten Wochen sehr viel über das Thema Boeing 757, 767 geredet haben, dachte ich mir, kann man sich auch das jetzt hier mal ein bisschen genauer anschauen. Und dann kann man sich mal anschauen, wie British Airways ihre 767 zuletzt eingesetzt hat und die viel wichtigere Frage, welches Flugzeug nun die 767 bei den Briten ersetzen wird. Tja, und dazu kommt, dass die 767 bei den Briten auch noch mit einer kleinen Besonderheit unterwegs war. Aber dazu gibt's dann mehr nach dem Intro. Viel Spaß mit dem Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und ja, British Airways und Boeing 767, das ist ein Thema, was ziemlich lange gut ging, fast 29 Jahre. Denn im Februar 1990 kam die erste 767 zu der Fluggesellschaft und im November 2018 geht jetzt die letzte. Der letzte reguläre Linienflug fand gestern Abend, also am Sonntag, statt und ging von Larnaca aus, also von Zypern aus, nach London Heathrow. Und jetzt wird das auch nicht mehr lange dauern. British Airways hatte sowieso nur noch zwei Maschinen vom Typ Boeing 767 in der Flotte. Wird nicht mehr lange dauern, dann werden diese beiden Maschinen in der Nähe von London auseinandergenommen und verschrottet. Wie eben erwähnt, waren es also bei British Airways zuletzt nur noch zwei Maschinen vom Typ 767. Insgesamt gingen so seit 1990 30 Maschinen vom Typ 767 durch die Hände der Fluggesellschaft, zwei sogar vom Typ Boeing 767-200, also von der kürzeren Variante. Damals, könnte man fast sagen, wurde das Flugzeug von der British Airways auch noch auf der Langstrecke eingesetzt. Das war jetzt zuletzt nicht mehr so. Es gab quasi eine Europa-Konfiguration und eine langstreckentaugliche Variante des Flugzeuges bei dieser Fluggesellschaft. Insgesamt gab es 5 unterschiedliche Konfigurationsvarianten. 4 davon fallen unter diese Europa-Kategorie. Dabei hatten 2 Varianten sogar nur eine einzige Beförderungsklasse an Bord. Einmal für Flüge innerhalb Großbritanniens und einmal für Flüge innerhalb Europas. Und die anderen beiden Varianten hatten dann noch so eine Art Business-Class an Bord, und zwar die sogenannte British Airways Club Europe-Bestuhlung. Dann in unterschiedlicher Anzahl, sodass in den Flugzeugen bei British Airways zwischen 240 und 260 Leute sitzen konnten. Die übrig gebliebene Konfiguration, also die langstreckentaugliche Variante, die bot dann das British Airways Club World Produkt, also mit richtigen Business Class Sitzen, und nach dem Refurbishment der 767 Kabine kamen dann auch noch Economy Class Sitze mit einem Bildschirm in der Rückenlehne beim Vordermann dazu, also mit einem vernünftigen personalisierten In-Flight Entertainment. Tja. Diese Variante bot dann nur 190 Sitzplätze. Im Jahr 2016 hatte British Airways aber bereits nur noch 4 langstreckentaugliche 767 in der Flotte. Die Maschinen wurden also immer weiter von der Langstrecke abgezogen und gegen die 777 ausgetauscht, beziehungsweise dann durch die neu zu British Airways kommende 787 ersetzt. Damit war die 767 nur noch innerhalb Großbritanniens oder innerhalb Europas unterwegs. Zum Beispiel kam die Maschine auch lange Zeit noch nach Frankfurt, ich glaube sogar bis Anfang 2018. Wirklich viel getan haben die Briten an dem Flugzeug dann nicht mehr, also diese alten, durchgesessenen, dunkelblauen Ledersitze, da hat man irgendwie schon gesehen, dass das Flugzeug ein bisschen älter ist. Und auch wenn viele in Erfahrungsberichten von einem sauberen und nicht allzu schlechten Flugzeug berichten, ich finde schon, dass man in der Kabine dem Flieger sein Alter ansieht. Die beiden letzten Maschinen, die jetzt noch aktiv in der Flotte der British Airways unterwegs waren, waren auch die beiden jüngsten 767, die British Airways hatte. Beide Flugzeuge wurden gebaut und ausgeliefert Mitte 1998. Damit sind die beiden Maschinen jetzt etwas mehr als 20 Jahre alt und sie sind vom Typ Boeing 767-300ER. Das ER steht, wie das bei Boeing immer der Fall ist, auch hier für Extended Range und beschreibt, dass diese Boeing 767 im Vergleich zur normalen 300er Version einen Zusatztank im Rumpf hat und damit eine erhöhte Reichweite bieten kann. Etwas mehr als 20 Jahre alter bedeutet aber natürlich auch, dass da sicherlich noch ordentlich was gegangen wäre, wenn man das denn so gewollt hätte. Aber man hat sich um passenden Ersatz gekümmert, hat passenden Ersatz gefunden, und jetzt eine Handvoll 767 weiter zu betreiben, nur weil das irgendwie funktioniert, das macht für eine Fluggesellschaft wie British Airways sicherlich keinen Sinn. Und dazu gibt es übrigens 2 Merkmale, die eine 767 der British Airways doch irgendwo immer von einer anderen 767 von anderen Fluggesellschaften unterschieden haben. Der erste Punkt ist dabei, die britischen Maschinen hatten keine Winglets. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, oder ich weiß nicht, ob das jetzt so vielen Passagieren, die ganz normal einfach nur mit dem Flugzeug fliegen wollen, ob da sich so viele Gedanken drüber machen, aber die 767 bei British Airways hatte keine Winglets, und ich glaube, wenn Winglets bei irgendeinem Flugzeug wirklich was ausmachen, dann ist das bei der 767.
ebenso. Bei diesem Flugzeug machen Winglets so einen enormen Unterschied oder generell bei 757 und 767, weil wenn die Dinger fehlen, dann sind die Tragflächen, finde ich zumindest, so komisch kurz und wirken total starr. Da machen die Winglets an den Tragflächenenden rein optisch schon mal einen riesen Unterschied, allein weil sie mit einer Länge von 4,30 Meter zu den größten Winglets gehören, die es in der zivilen Luftfahrt gibt. Die vom A380 Plus, die sind mit 4,70 Meter noch eine Ecke größer, aber das ist ja auch ein ganz anderes Flugzeug. Ab 2008 gab es die Winglets für die 767 als Nachrüstsatz. Diese wurden gefertigt aus kohlefaserverstärktem Kunststoff und sie sorgen für bis zu 6,5% Treibstoffersparnis, was natürlich schon mal einen enormen Unterschied macht, wenn man mit der 767 auf Langstrecke geht. In Anbetracht der Tatsache, dass die 767, der Flugzeugtyp 767, lange Zeit das beliebteste Flugzeug für Transatlantikverbindungen war, ergab diese Nachrüstung natürlich für so gut wie jede Fluggesellschaft wirklich Sinn. Für die Briten war das scheinbar nicht so, aber das hat ziemlich sicher auch gute Gründe, da wird schon irgendjemand mal drüber geguckt haben und da mal ein bisschen was durchgerechnet haben. Dazu gehört sicherlich, dass die 767 bei British Airways Stück für Stück von der Langstrecke immer weiter abgezogen wurde, beziehungsweise waren nie viele 767 der British Airways überhaupt auf der Langstrecke unterwegs. Die 767 kümmerte sich bei dieser Fluggesellschaft eher um die etwas stärker nachgefragten Kurz- und Mittelstrecken, eine Aufgabe, die bei der Lufthansa durch den A300 übernommen wurde. Dadurch käme eine durch die Winglets ermöglichte Treibstoffersparnis schon mal gar nicht so sehr zum Tragen, wie das zum Beispiel auf der Langstrecke wäre. Ja, und der zweite Grund ist sicherlich, dass eine Ablöse für diesen Flugzeugtypen schon in greifbarer Nähe war. Das Flugzeug sollte aus der Flotte raus und das Ende des Fliegers bei der British Airways war schon lange Zeit absehbar. Also muss man da nicht noch so viel Geld investieren. Aber gut, nichtsdestotrotz, nachdem wir jetzt 2 Minuten etwas freakig über Winglets gesprochen haben, können wir, glaube ich, festhalten, dass die 767 mit Winglets auch bei der British Airways ein bisschen besser ausgesehen hätte. Und sie machen das Flugzeug eine ganze Ecke moderner. Das zweite und versprochen, es ist auch das etwas deutlichere Alleinstellungsmerkmal der 767 bei British Airways, das ist die Wahl der Triebwerke. Denn die 767, dazu erstmal ein kleines Vorgeplänkel, hat 3 Triebwerksoptionen. Man kann entweder das Pratt & Whitney PW4062 bestellen oder PW4062. Da können wir gleich mal ein bisschen Nerdwissen dazwischen streuen, weil viele immer nach diesen super kompliziert erscheinenden Nummerierungen von Triebwerken oder von Flugzeugtypen fragen. Wie kommt sowas überhaupt zustande? Bei Pratt & Whitney ist es ganz einfach, beziehungsweise lässt sich das an dem Triebwerk hier ganz einfach erklären. Das PW steht natürlich für Pratt & Whitney, für den Triebwerkshersteller. Dann die erste Zahl, die erste Ziffer, die 4, steht für die Triebwerkserie. Also das Triebwerk hier für die 767 kommt aus der 4000er Serie von Pratt & Whitney. Dann steht die nächste Ziffer für den Flugzeughersteller, für den dieses Triebwerk zugelassen ist. Das ist in diesem Fall die 0. Das steht für den Flugzeughersteller Boeing und bedeutet, dass dieses Triebwerk für die 767, die 777 und die 747 zugelassen ist. Denn an all diesen Flugzeugmodellen wird das PW4000 in irgendeiner Variante eingesetzt. Würde an dieser Stelle jetzt eine 1 stehen, bedeutet das, dass das Triebwerk für einen Airbus zugelassen ist. Heißt für einen A300, einen A310 oder einen A330, denn auch an all diesen Airbus-Modellen kann man das Pratt & Whitney 4000er Triebwerk einsetzen. Dazu gab es dann auch noch eine Variante für die McDonnell Douglas MD-11, da stand an dieser Stelle eine 4, also das war dann ein Pratt & Whitney PW4400 irgendwas. Jo. Und dann die letzten beiden Ziffern, die dann noch übrig bleiben, die stehen für den maximal zugelassenen Schub in Pfund. Bedeutet bei unserem Triebwerk, dem 4062 für die Boeing 767, 62.000 Pfund als maximal zugelassenen Schub. Und so kommt diese Nummerierung zustande. Das Triebwerk für die 767 hat übrigens einen Ferndurchmesser von 2,38 Meter. Das wird gleich nochmal wichtig. Dazu gab es dann noch das General Electric CF6, auch ein super beliebtes Triebwerk aus der Zeit, was auch an dutzenden Flugzeugtypen eingesetzt wird. Das Triebwerk ist auch ähnlich groß und ähnlich stark. Also schlicht und einfach eine Alternative zum Pratt & Whitney Triebwerk. Und dann gab es das Rolls-Royce RB211. Haben viele bestimmt auch schon mal was von gehört. Ist nämlich auch ein super beliebtes Triebwerk für dutzende Flugzeugtypen. Wie gesagt, sehr beliebtes Triebwerk, aber nicht unbedingt für die Boeing 767. Lustigerweise hat die 767 damit übrigens exakt die gleichen 3 Triebwerksoptionen wie die Boeing 747 zu dieser Zeit. Nur dass die natürlich 4 Triebwerke hat und nicht 2. Das Rolls-Royce RB211 ist jetzt aber ein deutlich kleineres Triebwerk mit einem Ferndurchmesser von nur noch 2,19 Meter. Und wenn man vor einer Boeing 767 der British Airways steht, dann sieht man das auch, dass die deutlich kleinere Triebwerke hat als die ganzen anderen 767, die da so rumstehen. British Airways war nämlich tatsächlich im Jahre 1987 der erste Kunde, der die Boeing 767 mit diesem Rolls-Royce RB211 Triebwerk bestellte. Und danach kam auch nur noch ein weiterer Kunde dazu, und zwar die heutige China Eastern Airlines, die fliegt die Boeing 767 genauso, ohne Winglets, mit Rolls-Royce Triebwerken. Und die war auch mal in Farben der Qantas unterwegs und auch mal in Farben der Eastern Airlines aus den USA.
aber tatsächlich nur, weil die dann das Flugzeug von einem der beiden anderen Kunden übernommen hatten. Es gibt aber selbstverständlich auch hier wieder gute Gründe, warum man sich für ein Rolls-Royce RB211-Triebwerk entschieden hat, denn der Motor gilt als sehr robust, dadurch als sehr kurzstreckentauglich. Es ist ein etwas einfacher konzipiertes Triebwerk und damit für die 767, wenn man damit auf die Kurz- und Mittelstrecke geht, vielleicht etwas besser geeignet. Und dann kann man die geringen Verbrauchsvorteile, die die anderen beiden Triebwerkstypen bei der 767 liefern würden, vielleicht so ein bisschen außer Acht lassen. Das kommt dann wahrscheinlich nur auf der Langstrecke so richtig zum Tragen. Aber ich weiß es auch nicht genau, aber ich bin da eigentlich immer ganz guter Dinge, dass sich da irgendwann mal jemand ein bisschen Gedanken drüber gemacht hat und das vielleicht mal alles ein bisschen durchgerechnet hat, habe ich am Anfang schon gesagt. Deswegen, die werden schon ihre Gründe gehabt haben, warum die sich da für das Rolls-Royce-Triebwerk entschieden haben. Gut, sie waren dann von über 70 Kunden für die 767, waren es halt zwei, die sich für dieses Triebwerk entschieden haben, aber warum auch nicht. Jetzt aber endlich zur wichtigsten Frage des Videos, und zwar, wodurch wird die Boeing 767 denn jetzt ersetzt? Denn das ist ja gerade das Interessante, denn für diese 757-767 Kombination gibt es ja scheinbar noch keinen wirklich perfekten Nachfolger. Auf der Langstrecke haben wir das eben schon geklärt, entweder die 777 springt da ein, aber es ist auch ein deutlich größeres Flugzeug, oder die 767 wird da durch die 787 ersetzt. Davon hat British Airways mittlerweile 11 Stück in der Version 787-8 und 18 Stück in der Version 787-9. Und es ist natürlich ein Flugzeug aus einer ganz neuen, deutlich moderneren Generation. Dadurch ist es effizienter und dadurch ist auch das Produkt aus einer ganz anderen Generation. Und die Experience, die Erfahrung, die die Passagiere auf diesen Flügen machen, die ist bestimmt eine ganze Ecke besser, als sie mit der 767 auf der Langstrecke war. Auf der Kurz- und Mittelstrecke hingegen springt auch hier, wie es bei vielen anderen Fluggesellschaften auch der Fall ist, wahrscheinlich auch, weil es keinen perfekten Nachfolger gibt, die Airbus A320-Familie ein. Vor allem der A321 ist hier natürlich als 767-Ersatz ziemlich interessant. Der bietet nicht viel weniger Plätze als die 767 und die überschüssige Reichweite, die die 767 zur Verfügung gehabt hätte. Die braucht man bei British Airways auf der Kurz- und Mittelstrecke ja sowieso nicht. Also funktioniert das auch ganz gut. Mittlerweile hat British Airways 18 Stück davon in der Flotte. Besonderes Augenmerk sollte man hier aber auf den A321neo legen, denn seit Freitag hat British Airways davon den ersten in der Flotte. Insgesamt haben sie 10 Stück davon bestellt, die werden sie alle bis Ende 2019 bekommen haben und der bietet natürlich noch viel mehr. Der ist ja quasi noch viel mehr an der perfekten Ablöse dran, denn reichweitentechnisch ist komplett Europa im A321neo mit drin. Und der hat auch eine ganze Menge Platz, denn British Airways stattet den Flieger mit ziemlich brutalen 235 Sitzplätzen aus. Viel mehr geht da dann auch nicht mehr, aber hilft ja nichts. Damit ist die Frage, glaube ich, ganz gut beantwortet und als nette Information vielleicht noch hinten dran, von insgesamt 1123 767 sind jetzt mittlerweile durch die Abgabe der letzten Boeing 767 der British Airways keine 70% mehr aktiv, sondern nur noch 69. Aber das ist für ein Flugzeug, das seit 1980 in der Produktion ist, schon mal ein richtig guter Wert. Was viele auch immer schnell vergessen ist, dass die Boeing 767, weil wird immer gleich mit altem Flugzeug verbunden, dass die immer noch gebaut wird. Also es gibt immer noch neue 767, die jetzt gerade erst ausgeliefert werden. Die wird also immer noch produziert, neben der 787, der 777 und der 747 in dem großen Boeing-Werk nahe Seattle. Dort baut man heute aber nur noch Frachter von der 767, aber FedEx hat da eine ganze Menge von bestellt und bekommt auch immer mal wieder, es sind knapp 3 Maschinen pro Monat, immer mal wieder neue Flugzeuge. Tja. So viel also dazu, damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen dabei, die man vielleicht nicht immer gleich so auf den ersten Blick da parat hat, die vielleicht nicht in jedem Artikel mit dabei sind. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was auch rundherum um die 767 erzählen. Und dann geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön an Fabio raus, der mich seit gestern sehr großzügig auf meiner Patreon-Seite unterstützt. Vielen lieben Dank an dich für deine Unterstützung. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und tschüss.